Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu Rome 2 mit der, ja, jetzt nochmal Roxodan-Kampagne, sorry, genau. Ja, wir haben uns da herumgeschlagen und irgendwann hatte ich keine Lust mehr gehabt und jetzt wird es auch mal wieder Zeit, dass mal wieder was kommt hier. Und ich habe das jetzt so lange gespielt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das ging. Also unsere Zufriedenheit wird auf jeden Fall hier besser. Geld haben wir ein bisschen da. Und Nahrung ist gerade auch nicht so dolle. In Aktau. Wie sieht's denn da aus? Ja. Nee, das können wir uns erstmal nicht leisten. Wir haben ja momentan, glaube ich. Oh, wir haben zwei Armeen, genau. Hier haben wir ja auch was stehen. Und die nächste wäre Solukena, die ist hier drüben. Genau, und mit Dame sind wir auch gerade unterwegs. Nee, doch nicht. Soloka, dann wollen wir doch mal schauen. Mit den Kimmerern, da sind wir auch sogar befreundet und so weiter. Wo waren wir denn dann auf der Suche? Auf dem Weg. Weiß das, wir greifen die Summe, ne, die, wie auch immer sie heißen, einfach mal an. Wir brauchen jetzt diese Provinz. Koste es, was es wolle. Oh, dann sind wir jetzt aber hier ganz schön bedroht. Mein lieber Mann. So, dann stellen wir mal den hier auf. Der ist ein Steppenlanzenreiter. Und ich frage mich gerade, wo wir hier nochmal so viel rekrutieren konnten. Und wir können auch ein Vermächtnis wiederherstellen. Oh, dann machen wir das natürlich. Lösen wir die auf und stellen hier oben ein Vermächtnis wieder her. Die stürmischen Reiter. So. Die haben wir dann verbessert und rekrutieren können und einiges. Ein paar junge Äxte hatten nur. Gepanzerte und so, das reicht jetzt erstmal. Dann haben wir da auf jeden Fall noch eine Unterstützungstruppe. Ja, Flotten brauchen wir bis jetzt eigentlich auch keine. Dann beenden wir einfach mal die Runde und weiter geht's. Von diesem Tage an sind alle Verträge Partien. gebrochen. Oh je. Das könnte natürlich ein bisschen kritisch werden. Und Syrakena ist ja auch den Kimmerern ziemlich ausgeliefert. Da müssen wir jetzt mal aufpassen, dass wir jetzt dann die eine Stadt einnehmen und dann Richtung Tanais hier wieder zurückmarschieren. Mission erteilt. Ja, das ist egal. So, wir können wieder etwas erforschen. Aber es wäre vielleicht ganz geschickt,
Damit wir mal was erforschen, was auch noch mehr bringt. Machen wir das hier, glaube ich. So. Jetzt sind wir hier in feindlichem Gebiet und greifen mal an. Ja, los geht's. Die haben hier Hopliten, ne? Aber wir greifen einfach mal jetzt direkt an. Und ja, die sind ein bisschen befestigt, da müssen wir halt mal gucken, wie wir da rankommen. So, der hat ein paar Hopliten und so Steinschleuderer und der Rest kommt dann als Garnisonsarmee und als Verstärkung, okay. Wir wollen schönes Wetter jetzt. Jetzt haben wir das schöne Wetter. Ja, jetzt ist das Problem natürlich, wie wir hier reinkommen wollen. Weil wir eben doch eigentlich ziemlich viel Kavallerie haben. So, das hier sind die ganzen Bogenschützen. Ach, hier haben wir nochmal zwei. Bogenschützen. Und das hier ist Schwert und Nahkampf. So. Ja, dann schauen wir mal, wie es einfach da vorne aussieht. Bogenschützen haben wir eine Menge da. Würde ich sagen, rennen wir da einfach mal vor. Ob wir das überleben, ich bezweifle es irgendwie. Wir können denen ja Deckung geben. Weil das mit der Deckung ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, das sieht doch ganz cool aus hier. So. Dann gehen die schon mal in Stellung. Man weiß halt nicht, was für eine Reichweite die haben. So, wenn ich jetzt Feuerpfeile auswähle und sage, die sollen mal hier vorrücken. Können die dann da schon schießen oder nicht? Können die überhaupt mal schießen? Ich teste gerade mal, indem ich mal kurz vorrück. Ja, sie schießen schon hoch. Aber getroffen wird niemand. Ich glaube, da ziehe ich mich wieder lieber schnell zurück. Was? Schon 10 Mann verloren. Von denen noch kein einziger. Okay, aber meine Infanterie steht noch. Das ist schon mal gut. Ich kann jetzt mal kurz meinen General schnell hier vorne gebrauchen. Ja, okay, die werden schon heftig dezimiert. Aber die sind jetzt gleich da, das ist gut. Ja, dann hoch mit euch. Wir müssen unbedingt hier das Tor dann vorne einnehmen, damit unsere Kavallerie endlich rein kann. Ich hoffe, das klappt alles so.
So, und jetzt hier rüber die. Weil wir kümmern uns um die. Und die sollen dann sich um die hier kümmern. So können wir es auch machen. Hier kommt dann noch Verstärkung hier dazu. So. Gut, die flüchten schon mal. Und die müssen jetzt hier zerhackt werden. Und zwar schnellstens. Und jetzt alle vor. So schnell wie möglich. Heilige Scheiße, werden wir hier dezimiert. So. Wir stellen uns einfach mal hier hin, so ein bisschen schießen. Wir brauchen jetzt das Tor, und zwar schnell. So, den helfe ich gerade immer noch. So, warum? Können wir das endlich mal einnehmen hier? Ah, machen wir jetzt gerade endlich mal gut. Die müssen alle schnell weiter hier, kommt, zack, zack, zack. Die sterben hier sonst alle weg. So. Die müssen wir noch schnell erwischen. Wieso wollen die gerade Schiff flüchten und warum sind wir so wenige plötzlich? Verstehe ich gar nicht, so. Hä? Junge Äxte! Was zur Hölle ist denn das jetzt gewesen hier? Habt ihr das gerade gesehen? Wir haben jetzt schon zweimal dieses scheiß Teil hier eingenommen, aber kommen da einfach nicht durch. Wieso kommen wir hier nicht hoch? Jetzt. Meine Güte, das ist ja was, hey. Die Krieger wollen Blut. So, jetzt greifen wir auch mal an hier. Irgendwie haben wir unsere Axtleute verloren. Natürlich jetzt doof. So, jetzt auch volle Kanne Angriff, ey. So, rein da. Unseren General haben wir ja. Und ich hoffe, die werden jetzt so richtig schön platt gemacht. Aber wir sollten vielleicht mal normale Pfeile. So. Jetzt erwischen wir auch mehr. Jetzt greifen wir aber auch mal direkt an hier. Jetzt kommt die Nahkampfkavallerie endlich mal. Heieiei, das dauert aber auch ewig. Wir können ja so lange mal mit der hier den Punkt einnehmen da oben. Ah ne, das lassen wir mal lieber.
Kommen die jetzt nicht durch, oder wie? Doch. Na los jetzt. Die sollen jetzt hier mal durch und angreifen. Alter, ich tick schon wieder aus hier. Die haben alles verstopft hier. Können die jetzt endlich mal durch hier? Boah, gibt's ja nicht. Jetzt greif doch an! Los! Also ich raff grad gar nicht, warum die nicht angreifen. Die hängen da nämlich irgendwie alle fest da hinten. Das hasse ich an diesen blöden Siedlungen echt. So, los, los, los. Die letzten paar Einheiten, und dann müssten wir auch das Kaff hier mal endlich erobert haben. Eine Nahkampfkavallerie haben wir jetzt auch endlich. Oh, das ist nicht gut. Sollte eigentlich eher so die Fernkampf übernehmen. Weil meine Kavallerie wird natürlich von den Hopliten ziemlich aufgespießt. Und unser General darf sich jetzt auch mal in die Festung reinbegeben. Oh, das sind ja ganz viele. Ach du Kacke. Oh je, Mine. Ich glaube, ich mache jetzt einfach einen Sturmangriff auf die. So. So, jetzt haben wir hier endlich mal die Kavallerie da oben. Dann sollte es mal so weit sein, dass wir hier hochkommen. Wo sind jetzt die versteckten Feinde? Da vorne. So, wir greifen jetzt einfach an. Wenn wir verlieren, sei es drum. Hauptsache, wir machen jetzt mal den ein bisschen Schaden. So, Feuer frei jetzt, zackig. Ja, geht doch einigermaßen jetzt. Kann er die nicht einschüchtern? Doch, jetzt. Na, das ist halt wirklich richtig schlimm. So. Ich versuche es mal von hinten hier noch ranzukommen.
Ach, die sind aber auch wirklich dumm wie Scheiße, oder? Mann! Das gibt's doch nicht. Ah, das ist wieder ein typisches Spiel. Ich sag, die sollen hier hin. Und die wollen dann tatsächlich da durchrennen, durch den Feind. Also was Dummes habe ich selten gesehen. Verstärkung habe ich ja auch keine. So, zack ich jetzt. Ja, wir haben jetzt verloren, das ist überhaupt nicht sinnvoll jetzt gewesen. Unsere Armee ist ja jetzt gerade ziemlich pferdelastig, weil die Feinde, die wir da bekämpft hatten, dann ziemlich so kavalleriemäßig unterwegs waren und wir Konterkavallerie brauchten. Jetzt brauchen wir eben doch wieder Infanterie. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das im nächsten Part dann angehen. Wahrscheinlich müssen wir noch ein paar Leute rekrutieren. Und dann unsere Kavallerie mal abschaffen irgendwie. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's endlich mal wieder mit dieser Kampagne eben weiter. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.